Bin ja heute Morgen fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, was iMovie mit den Einblendungen bei der Decoderbelegung angestellt hat. Und es ist völlig wirr. Ändert man die Schrift, passt alles, geht man zurück auf die ursprüngliche, alles wieder kaputt. Erst ein kompletter Neustart von iMovie half, die Decoderbelegung deshalb jetzt nochmal mit lesbaren Texten. Sowohl F10 als auch F11 sind jeweils nur in Fahrtrichtung aktiv. F10, also die Führerstandsbeleuchtung, erlischt außerdem, sobald man die Lok in Fahrt versetzt. Störung, Störung, Störung. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. Störung, Störung, Störung. Ein genauerer Blick auf die Zugzielanzeige. Diese leuchtet beispielsweise auch, wenn F0 abgeschaltet oder das Licht an diesem Führerstand abgeschaltet ist. Auf der einen Seite trägt die Lok Zielschilder für Nürnberg Hauptbahnhof. Auf der anderen Seite nicht wie im Prospekt angegeben Sonneberg Hauptbahnhof, sondern korrekterweise und wie beim Vorbild Sonneberg-Thüringen Hauptbahnhof.
Was Rocco leider so gar nicht hinbekommt, ist das pixelige und orange Look and Feel vom Original.